Ja, nachdem ich euch den Link geschickt hat von Fox Markets, geht dann das auf und dann müsst ihr die Daten halt schön erstmal eintragen. Machen wir meinen mal auf, hier Herr Matthias Müller-Blech. Ihr müsst halt euren Namen nehmen, ist klar. Land könnt ihr hier rechts draufklicken. Könnt ihr entweder das D eingeben, Deutsch, dann kommt gleich auf Deutschland, oder er hat runterscrollen. Die Stadt, wo er wohnt. Okay. Großstadt Metz, Adresse. Eins, den ZIP-Code. Also das heißt, dass ich von Metz. Sorry, ich muss ja Wasung eintragen. Und so macht er das ordentlich weiter, bis alles vollkommen ausgefüllt ist. Telefonnummer. Eure einsetzt dann die Mailadresse von euch, die ihr einsetzt. Das Passwort wieder eintragen, zweimal wiederholen und dann könnt ihr euch die Wallet-Adresse zurecht machen. Gibt es mehrere? Ich fange jetzt mit Euro an. Könnt ihr auch Bitcoin nehmen, Euro, US-Dollar, MDE. Machen wir mal Euro in dem Moment. Könnt ihr euch mehrere, wie gesagt, eintragen lassen. Dann fortfahren. Okay. Ach, da fehlt ja, klar, man darf nur UE einsetzen, sorry. Also, lateinische Namen. Müsst ihr beachten, UE. Da müsste es funktionieren. Wieder fortfahren, Passwort nochmal eintragen. Wiederholen. Jetzt müsste es funktionieren. Okay, hat funktioniert. Und als nächstes müsst ihr dann auf eure E-Mail-Adresse gehen und die Bestätigung machen. Das machen wir gleich mal. Hier sind wir die E-Mail-Adresse drin und ihr verifiziert eure E-Mail-Adresse. Erstmal verifizieren. Okay. Und jetzt müsst ihr dann nochmal zurückgehen nochmal auf dieses Mail. Da ist das nächste schon gekommen. Da ist die Daten, Euro und so weiter, die Login-Daten. Okay. Und als letzte Mail bekommt ihr dann eure Zugangsdaten noch. Da gehe ich jetzt wieder, wie gesagt, aus bekannten Gründen nicht ein. Das müsst ihr, also, wie gesagt, könnt ihr den Zugang dann erstmal, habt ihr dann parat. Als letztes würde ich sagen, loggen wir uns mal kurz ein. Ihr habt euch eingeloggt, dann seht ihr dann das. Wir müssen dann noch, das müsst ihr also auch noch machen hier. Im Profil müsst ihr euch verifizieren. Es fehlt noch hier die beiden Sachen: Adressnachweis, irgendeine Rechnung oder eine Steuerrechnung oder Nebenkostenrechnung oder und natürlich noch eine von beiden Seiten gültige ausgestellten Ausweis. Das wird hier hochgeladen. Ne? Das müsst ihr nochmal. Und ich lade das mal hoch, dass das jetzt auch erledigt ist. Hier drauf, möchte Ausweis hochladen. Ah, müsste das eintragen. Machen wir mal gemeinsam hier oben jetzt auf die Jahre zurückgreifen. Ich trage jetzt mal einen Ausweis ein. Okay. Dokumentennummer. Typ, es ist ein Personalausweis und natürlich noch Deutschland wieder. Kannst du die eingeben, hier rein, Besuchungsland Deutschland. Deutschland. Vorderseite. Rückseite wollen sie extra haben. Also müssen wir mal hier draufklicken. Suchen wir uns jetzt mal aus. Die Vorderseite habe ich eben abgelegt. Das ist vorne.
öffnen. So, und dann das machen wir auch mit der Rückseite. Müsst ihr eben auch einfach nur weitermachen. Öffnen. So, okay. Alles hochladen. So, und dann durch das Hochladen ist, gehen wir auf die fehlt noch neues Dokument hochladen, wäre dann Adressnachweis. Okay. Da wählen wir nochmal die Adresse eintragen. Telefonrechner noch öffnen. So. PDF. So, jetzt steht alles auf. Hier fehlt noch irgendwas. Können wir nochmal draufklicken, dass es aufsteht. Klicken wir mal drauf, was noch fehlt. Alles klar, Profil ist noch nicht verifiziert. Das muss man erst nochmal anpassen. Ja. Dann könnt ihr hier noch gucken, was man noch machen sollte. Hier würde ich zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch einführen. Könnt ihr dann in euren internen Bereich dann noch alles eingeben. So, fehlt noch irgendwas? Nein. SMS könnte man mit verifizieren. Ja. Aktivieren. Also wir aktivieren das, okay, sorry. Und die zwei Faktoren müssen wir schon machen können. Ja, das geht. Und zwar bieten sie an für Android. Okay. So, den zwei Faktor, die habe ich auch aktiviert. Und jetzt gucken wir noch, was noch fehlen könnte. Gehen wir nochmal drauf. Müsste also ordentlich machen. Müsste alles jetzt soweit in Ordnung sein. Alles da. Geburtsdatum fehlt noch, sehe ich gerade. Müssen wir noch was ändern? Wurde ja noch nicht, wie gesagt, hier abgefragt. Lassen wir es mal offen. Haben wir uns nicht mehr eintragen. Also lassen wir es offen. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir noch warten, bis die Verifizierung durch ist. Die ist noch aussteht und dann ist es funktional alles okay. Wir kommen später dran nochmal auf ein paar Sachen zu, wie die hier Sachen noch gemacht werden müssen. Danke, bis zum nächsten Mal.